Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum 13. Saisonrennen. Herzlich willkommen in Belgien. Heute ist wieder Freitag, das heißt, wir sind zu Gast, oder beziehungsweise heute steht das freie Training an. Natürlich sind wir zu Gast in Belgien in den Ardennen. Circa, ne, 60, 70 Kilometer von der deutsch-belgischen Grenze weg. Mitten in den Ardennen. Deswegen die Name der Strecke auch Ardennen-Achterbahn oder der Stadt einfach Spa-Francorchamps. Ja, einer der kilometertechnisch gesehen längste Strecken mit 7,3 oder 7,5 Kilometer, ich weiß es nicht genau. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem ersten Training ein. Das freut mich. Ja, genau. Circa 7,5 Kilometer lang die Strecke mit einigen sehr gefährlichen Ecken. Vor allen Dingen die Urouge, dieses Berghochstück nach der ersten Kurve. Knapp erste Kurve, Haarnadel. Eigentlich sind das dann die Kurven 3 und 4. Dann eine sehr lange Gerade. Ja, es sind einige gefährliche Aktionen. Und in Belgien ist tatsächlich immer so eine Strecke, die durchaus okay. Gut. Wunderbar, es ist trocken. Vor allem im Qualifying und im Rennen. Das ist immer wichtig. Was wollte ich sagen? Ja, Belgien ist tatsächlich immer Action, Action, Action und vergessen 2000 und natürlich auch im letzten Jahr der Unfall Hülkenberg, Alonso und Leclerc. Aber auch unvergessen, glaube ich, 2012 der Frühstart von Maldonado, der da mal eben kurz Alonso, Hamilton und ich glaube Perez, glaube ich, war es. Vier Autos, glaube ich, waren es. In der ersten Kurve ins Aus beförderte in einem sehr spektakulären Crash. Ja, die Strecke wurde natürlich auch einiges mal umgebaut und entschärft und haben halt ja auch die Bus-Stop-Schikane, die war normalerweise anders. Ja, aber wie auch zum Beispiel in Hockenheim gefällt mir eigentlich das alte Design tatsächlich ein bisschen besser, aber wir müssen uns mit dem neuen Design uns anfreunden und ja. Gut, erste freie Training schon an. Warte mal, wir haben ja Teile zum Beispiel, ne? Kann man nicht irgendwelche. So. Zack, zack, zack. Dann machen wir da mal ein bisschen was. Ja, super. Zu wenig Ressourcenpunkte. WTF. Haben wir nur noch 1800. Wegen ein paar Dinger, ne? Gut. Zu wenig Ressourcen. Alles zu wenig Ressourcenpunkte, oder was? Super, wir haben nur 400. Leider können wir da nichts weiter machen. Oder können wir da noch was anderes noch einbauen? Nö. Gut, können wir nicht. Dann haben wir einen kleinen Sprung auf jeden Fall nochmal. Gut, dann gehen wir rein ins erste freie Training heute für diesen Freitag. In Anführungszeichen, nicht nur das erste freie Training dieser Session oder dieses Rennens, Rennwochenende, sondern auch für heute. Heute stehen wir an der längsten Rennstrecke des Formel-1-Kalenders. Willkommen am Circuit des Spa-Francorchamps zum heutigen Training. Die Strecke in Spa ist eine der legendärsten Strecken im Rennkalender und die Eau Rouge eine der berühmtesten Kurven in der Formel-1-Geschichte. Nicht mehr so extrem gefährlich wie früher, aber immer noch eine echte Mutprobe. Die Eau Rouge war Schauplatz einiger unglaublicher Momente im Laufe ihrer Geschichte. Ich erinnere mich da an Mark Webbers wagemutiges Überholmanöver 2011 gegen Fernando Alonso. Alle Zuschauer hielten den Atem an, als Webber den mehrfachen Weltmeister mit 270 km/h auf der Außenlinie überholte. We're going to be logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. Okay, ein bisschen Regen gibt es im zweiten freien Training. Ansonsten ist es eigentlich durchweg trocken. Das ist in Belgien tatsächlich nicht immer der Fall. Diese Strecke hat auch einige Regenrennen. So, gut. Das heißt, wir können auf die Mediums verzichten, werden die Soft anfahren. So, dann darf ich mein Auto mal ein bisschen updaten. Belgien, Drive. Gib ihm, Setup ist drin.
Und dann gehen wir rein ins erste freie Training. Auf geht's hier in Spa-Francorchamps. Einer meiner Lieblingsstrecken tatsächlich im Red Bull. Und wenn es vielleicht im Vorbericht gesehen hat, ich habe meine Nummer wieder auf meine Stammnummer geändert. Ich habe die als vom Auto runtergenommen, weil ich auch das immer wieder vergessen habe in der Liga. Ich werde in der neuen Saison nicht nur in der Samstagsliga, sondern auch in der Sonntagsliga mit der Startnummer 87 antreten. Und deswegen habe ich die auch jetzt fest auf dem Auto, die auch wahrscheinlich dann im dann bei 2019er die Stammnummer sein wird. Eigentlich ist hier, sollte frei sein. Die 8 hat es vergeben, aber die 87 müsste frei sein. Gut. Jetzt konzentrieren wir uns mal nicht auf irgendwelche Nummern, sondern eher auf die Fahrerei. Die ist nicht ohne hier. Die muss richtig mutig sein, um da wirklich mit Vollspeed durchzufliegen. Da kann auch mal, kann man auch böse abfliegen schon. Magnussen fragen, vor allem mal bei Magnussen da, der das an dieser Stelle geschafft hat. Und zwar richtig über die Wand. So, vor uns ist ein Renault. Ah, da müssen wir jetzt gucken. Hey, jetzt müssen wir mal gucken. Hier wollen wir natürlich gewinnen und unsere Führung in der WM weiter ausbauen. Und den nächsten Schritt auch Richtung Konstrukteurstitel machen. So oder so, wenn wir auf jeden Fall im 2019er mit dem Team Williams anfangen. Das ist meine mein Wunsch und das wird auch passieren. Ja, da mache ich mir jetzt keine Gedanken gerade drum. Ich konzentriere mich jetzt eigentlich nur rein auf dieses Rennen. Wir fahren zum ersten Mal wieder Soft. Dass es im zweiten Freitraining regnen wird, sparen wir uns die Mediums. Wobei die Strecke dem Red Bull nicht so deutlich liegen sollte wie dem Ferrari oder dem Mercedes. Carlos Sainz ist das. Und die reicht die Zeit. 48,9, um zumindest den Renault da vorne wegzukriegen. Guck mal, da ist die Clement gerade aus der Boxenkasse gekommen. Da versuchen wir natürlich noch mal eine Runde zu setzen. Jetzt halt zumindest im ersten Sektor. Wie gesagt, dem Red Bull sollte die Strecke nicht so liegen. Weil der Red Bull definitiv nicht auf Höchstgeschwindigkeit gebaut ist. Beziehungsweise mittlerweile habe ich ihn, glaube ich, relativ auf Höchstgeschwindigkeit getrimmt. Oder auf... So funktioniert das schon mal gar nicht. Da werden wir definitiv die Runde verlieren. Währenddessen holt es 2 Platz 3. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal was rausholen. Habe ich natürlich nicht perfekt getroffen, die Runde. Oder die Kurve. Ungarn war natürlich mein Rennen. Das war definitiv eines der besseren Rennen. Und Platz 8 das Ding noch gewonnen. So, zweiter Sektor auch violett. Es werden nicht so viele Runden werden. Ich glaube, 11, wenn ich richtig mitgezählt habe, werden es werden. So, jetzt kommt die mit einer der härtesten Stellen hier. Immer wieder so ein kleiner Quersteher hinten im Heck. Es reicht tatsächlich, um 1:48.966 zu fahren. Dadurch, dass die Strecke so lang ist, werden wir natürlich auch wenig Zeit verbringen auf der Strecke. Das ist durchaus klar. Bei kürzeren Strecken fahren wir natürlich gerne mal 3-4 Runden. Hier werden wir es bei 2 belassen. Gucken. Verstappen auf 3. Sehr schön. Gucken wir uns jetzt mal Hamilton. Gut, halbe Sekunde dahinter. Hey, das war gut. Vettel auch nur 6 mit 1,5 Sekunden Rückstand.
Raycon packt die Zeit auf Supersoft, wohlgemerkt. Ah, das ist die Sekunde im zweiten Sektor besser als wir. Derzeit sie. Ja, wir sind aber mit bei der Geschichte dabei vorne. Das ist wichtig. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Raikkonen, Richter und Carlos Sainz Jr. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. So, ja, zweiter. Einfach, wenn man bedenkt, dass man theoretisch auf Soft den Ferrari knacken könnten, wenn der ebenfalls Soft gefahren wäre, da sieht man nämlich an, was am Vettel momentan nicht viel zu melden hat, 1,3 Sekunden Rückstand, wobei der auch wahrscheinlich noch zulegen kann. Ja, ich bin eigentlich durchaus zufrieden mit dem Ergebnis im ersten freien Training. Ich erwarte hier tatsächlich auch keinen Sieg, wenn ich ehrlich bin. Dafür sind die Teams Mercedes und Ferrari leistungsstärker als der Red Bull. So. Gut, das war Training Nummer 1. Gehen wir rein. Training Nummer 2. So, das erste Mal jetzt ein bisschen Regen. Wie gesagt, das ist eigentlich, ich bin froh, dass es trocken wird. Ich bin froh, dass es trocken wird. So, gehen wir mal auf das Nass-Setup. Ich habe ja Gott sei Dank eins für Belgien. Wenn du eine Chance hast, make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done ja, in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. Aber das Strategie wird wahrscheinlich sein, super soft Software. Das alles erwarte ich gar nicht. Wir können auch Soft Supersoft probieren. So. Passt. Wunderbar. Natürlich haben wir jetzt keine Referenzzeiten. Die kriegen wir dann im dritten freien Training. Wir haben natürlich null Referenzzeiten. Ich glaube, wahrscheinlich werden wir uns um 57 jetzt 58er Zeiten knacken. Warte, bei den Wetterbedingungen fährst du auch die Rouge nicht mit Vollgas. Wenn du schon hier unser Problem hast. Ah, verdammte Rotze. Also ich verliere mal jetzt hier richtig Schwung. Damit ist die Runde wahrscheinlich auch schon durch. Warte. Müsste echt aufpassen hier gerade. Passt ein bisschen auf. Ist mir lieber, ja, als hier den Abflug des Lebens zu machen. So. Genau, wir fahren ein bisschen vorsichtiger, wo es die Runde wert wird. 2 Minuten 2, 6, 9, 6. Sebastian Vettel liegt ja so vor, also ein Top-Pilot. Dann haben wir zumindest mal eine Referenzzeit. Wobei Vettel im ersten Training deutlich langsamer war als wir. Aber das soll ja nichts heißen. No? Das soll ja überhaupt nichts heißen.
Eine Sekunde sind wir mittlerweile schneller als er. Im zweiten Lauf. Ja, das wird, die Wetterbedingungen liegen im Red Bull deutlich besser. Wenn ich ehrlich bin. Ja, die Frage ist, wir kommen jetzt gleich durch den Busstop, ne? Da habe ich auch schon die eine oder andere Sekunde stehen gelassen. Boah, Alter. Wenn wir denken, dass wir zur Einführung dieser Runde noch einen Dreher hatten. Ein bisschen vorsichtiger. Und dann haben wir so 2 Minuten 1, 3, 7, 7, 7. Der Ferrari zumindest hat das mal keine Meldung gerade gegen uns. Da hat nämlich mal einfach kurz eine Ansage gesetzt. Oh, das meine ich. Genau das meine ich bei den Wetterbedingungen. Genau das meine ich. Die Rouge mit Vollgas bei leichtem Regen. Das ist scheiße rutschig dort. Glück gehabt. Am Regen ist ja noch mehr Sprit als im... Aber trotz des mega Abrutschflugs, fast am Flugs, schätze erster Sektor, aber das wird jetzt gleich wahrscheinlich sich erinnern. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen konzentrieren, dass ich vielleicht eine vernünftige Runde noch gebacken bekomme. So, jetzt hier schön ein bisschen mit Schwung rum. Also momentan sind wir wieder vorne. Perfekt war das definitiv nicht. Verstappen setzt eine Zeit. Also Red Bull jetzt mit 2 Autos vorne. Auf der Strecke, wo ich, wenn ich ehrlich bin, im Team nicht oder uns überhaupt nicht so wirklich die Chancen einräume. Wieder war die Strecke tatsächlich eine Strecke eher ist auf Höchstgeschwindigkeit. Was hat der Verstappen in der Zeit gefahren? Eine halbe Sekunde. Das ist eine ordentliche Ansage. Das ist eine ordentliche Zeit. Verwarnung. Okay. Ja, das ist klar, Alter. Direkt wieder so ein Dreher drin. Es wird nicht reichen, um Verstappen noch mal wegzukriegen. Verdammt. At some point before qualifying, let's get our track acclimatization program complete. It'll help us identify any specific problem areas on the circuit. So. Natürlich, jetzt müssen wir gerade gucken. Also Verstappen auf jeden Fall. Oh, der hat eine ordentliche Zeit gesetzt. Also der ist richtig auf Feier. Ich hoffe mal, dass wir irgendwann gleich, wenn wir Glück haben, die Möglichkeit haben, natürlich nochmal auf Trockenreifen zu fahren. Gibt es nochmal Möglichkeiten? Soft. Bottas. Trocken. So, probieren wir es natürlich nochmal. Weil ich ziehe die Mediums auf. Die Dings auf die Super Soft und fahre die dann im letzten Teil auch nochmal. 2, zack. Setup wechseln und auch mal eine Runde zumindest. Eine vernünftige, schnelle Runde fahren. So, 6er momentan. Nur zwischen meinen Ferrari liegen wir gerade. Weil Raikön, na gut, Raikön war eh schneller als wir.
Aber ich will nochmal auf den Supersoft eine vernünftige Runde setzen. Jetzt nochmal eine schöne, schnelle Runde legen. Gucken. Die Frage ist, wie natürlich die Zwischenzeiten nachher werden. Und jetzt hier im ersten Sektor. Ja, schnellster wird es nicht. Ich habe es jetzt natürlich auch nicht auf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß natürlich mein Fehler, dass ich keine Zwischenzeit gesehen habe, wie die Richtung der Spitze wird. Oder was die Spitze gefahren ist. Oder fehlen noch ein paar Sekunden. So, jetzt drücken wir auf 7, weil der Kenny mit Medium nochmal seine Runde verbessert hat. Das war klar irgendwie. So, 4 Minuten haben wir noch. So, ich probiere natürlich nochmal die richtige Zeit zu setzen. Und wenn wir bei 1,52, was natürlich auch absolut schlecht wäre. Auf 2. 0,7 Sekunden hinter Bottas. Eine Runde setze ich noch. Eine Runde will ich noch setzen. Eine gute Runde jetzt noch. Jetzt fehlen 0,7. Jetzt reicht nicht viel. Reicht nicht für die schnellste Runde momentan. Und Bottas fährt das Soft. Das ist übrigens Bottas da vor uns. Aber ich erwarte, dass er nochmal eine Zeit setzen wird. Dass der seine Runde nochmal verbessern wird, das werden wir gleich sehen, wie die Zeit aussieht. Ah, diese Dirty Air, das nervt gerade so ein bisschen. So, besser zweiter Sektor, jetzt haben wir sie zumindest ein bisschen minimal, aber wir haben sie. Jetzt müssen wir nur die Zeit mitnehmen. Ja, die Frage ist, wie weit wird Bottas seine Zeit verbessern? Ich denke mal überhaupt nicht, weil wir gerade da diese Zeit jetzt richtig verbessert haben. Ich das überholen, oder? Es reicht nicht. Es reicht nicht. 0,012 Sekunden. Damit haben wir in dem Überholmanöver haben wir uns Runde kaputt gemacht. Scheiße! Mit dem Überholmanöver haben wir jetzt nicht die komplette Runde kaputt gefahren. Das heißt, wir müssen die müssen wir nochmal mitnehmen. Also die Superstuffs sind natürlich nicht gut für so viele schnelle Runden. Ich glaube ich hätte noch einen Versuch danach. Ich will die Runde noch versuchen, zumindest zu retten.
Viel haben wir nicht mehr an Sprit. Müssen es natürlich nochmal irgendwie jetzt retten. Ja, ja, wir haben noch einen Versuch. Also wir haben noch die Möglichkeit, die Runde mitzunehmen in der Busstop. Da, wo wir das Übermonitor gesetzt haben, die hat richtig Zeit gekostet, die Runde, die Variante. Und das reicht für P1. 48227 ist natürlich eine gute Runde, die uns zumindest auf Platz 1 springen lässt. Etwas. Ich glaube, wir haben es geschafft. Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Richter, Bottas und Lewis Hamilton. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Also dem Tabellenführer haben wir auf jeden Fall, sind wir auf jeden Fall auf den Spuren. Platz 1 und Platz 5. Alonso auf 6 ist auch ein sehr starkes Ergebnis, definitiv. Ist für mich so eine Überraschung. Ich glaube, den Van Dorn, der da glaube ich auch irgendwo nicht in der links auf der da irgendwo auch in den Top 10 auftaucht. So. Gut, Training Nummer 3. Gucken, was sie jetzt bringen. Ich glaube, wir versuchen es nochmal mit Super Soft. Da wäre jetzt ja komm. Was? Will der jetzt von mir? Gut. Egal. Ja, wir probieren es natürlich auf Super Soft. Durchaus klar. No? Ja, machen wir doch. Klappt doch. Wunderbar. Nochmal ein bisschen Power. Hey, Red Bull. So, schön auf das Fettgemisch gehen. Und dann gib ihm! Bei diesem herrlichen Wetter quasi für mich, also für mich ist es halt da, für euch ist auch wieder, aber Tagessession ist heute Samstagmorgen. Ungefähr eine Stunde vom Qualifying. Es ist das beste Wetter und man freut sich natürlich auf die Qualifikation, aber jetzt hat man einfach noch das dritte freie Training zu überstehen und hoffen, dass die Autos dahin halbwegs noch fit sind oder beziehungsweise fit gehalten werden, weil die werden natürlich morgen beziehungsweise für mich nachher noch gebraucht. Dann im Qualifikationstraining. Also, wir sind definitiv mit bei der Musik da vorne. Das ist natürlich super. Hätte ich nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin, aber das kann nur gute Zeit. So, ich habe ja wie gesagt die 1 vom Auto nehmen lassen. Ich fahre jetzt mit der 87 auf dem Auto. Das ist aber nicht gezeigt worden. Das werden wir wahrscheinlich im Qualifying nachher sehen. Oder spätestens im nicht also nicht nachher, sondern für mich nachher, für euch morgen. Oder spätestens am Sonntag dann im Rennen. Nur eine kleine Anmerkung für euch auf jeden Fall. Morgen Abend. Normalerweise Livestream. Großer Preis von Spanien. Nein, es liegt nicht daran, dass ich im Motor Spanien so böse verkackt habe. Sondern das liegt daran, dass ich in Köln unterwegs bin, auf dem Konzert bin. Da, wo ich jetzt auch in Leipzig war. Dementsprechend haben wir keinen Livestream. Der kommt am Sonntag, dann Auftakt der MSFL mit dem Großpreis von Frankreich. Frankreich. Ganz einfach. Das F1 2019 kommt Ende Juni, 28. Juni kommt das raus, oder 26. Juni. Auf jeden Fall den Freitag. Und dementsprechend sind das halt, ist das sehr cool. Sie dachten die hätten sich, wir machen keine lange Saison, wir machen nur 13 Rennen raus. Und haben einfach einen Random-Rennkalender reingeworfen. Dementsprechend fangen wir an mit Frankreich. Australien kommt zum Beispiel dann als viertes, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Und enden wir die ganze Saison in auf einer Strecke, die mir liegt, nämlich in Ungarn. Ja, es wird schwierig werden, diese Saison, volle Saison zu toppen. 47,5, Bestzeit. Erste Runde.
Aber da kann auch ein Tick was gehen. Lass mal gucken, was die Superkraft da bringt. Und zwar absolute Bestzeit von Kimi Räikkönen. Ja, in Ungarn wird die Saison enden. Und ich glaube, nur eine Woche später kommt, oder ja, doch eigentlich ziemlich eine Woche später kommt das Spielraum. Oder kommt sogar schon die neue Woche danach. Und dann werden wir mal in die vierte Saison starten. Also dritte Saison, nur 13 Rennen in MSFL. Die anderen liegen wahrscheinlich, während der laufenden Saison wird die wahrscheinlich umsteigen auf das neue Spiel. Ich hoffe, dass alles funktioniert. Aber die Spieleentwickler, also Kurt Meusters, hat ja gesagt, wir haben schon 2 Jahre daran gearbeitet. Also seit dem FI 2017. Es ist der größte Sprung, was auch regeltechnisch betrifft oder regeltechnisch ist. Also, mal gucken. Ich hoffe, dass wir von Anfang an bugfrei sind, dass wir direkt durchstarten können. Also, wir diese Saison zu Ende fahren, dann wird wahrscheinlich ein oder zwei Wischlein Pause sein mit Formel 1. Und wir werfen dann ein anderes Let's Play, oder wir werden wahrscheinlich ein anderes Let's Play da reinwerfen auf die Zeit. Oder werden wahrscheinlich mit Dirt 4 so unser Teil machen. Ansonsten machen wir Dirt 2.0. Mal gucken, wie sie hat. Dauert ja noch ein bisschen. So, bis zum zweiten Sektor. Aber jetzt ist mal. Wir müssen sowieso während dieser Saison Mutter jagen. Also ist eh die letzte Runde. So, schön mit Vollgas hier durch. So, einmal anbremsen. Buff Stop. Dies sich ohne diesen Ausgang hier. Diesmal wunderbar. Ohne irgendwie so ein Quersteher drin. Und das wird eine neue Bestzeit werden. 47,2. Und diesmal machen wir Feierabend im Training. Das wird das wahrscheinlich sein. So, ja, das ist dann schon mal so einfach. Zeit beschleunigen. Gib ihm. Warte mal. So, ist richtig. Jetzt sind wir vorne. Warte mal, gucken auf die Höhe. Ja, aber gut. Ja, wir sind auf jeden Fall mit bei der Musik dabei. Es wird, könnte tatsächlich ein erfolgreiches Qualifying werden. Ich hoffe, dass wir dann genau in dem Moment da sind. Wobei, das so ein ähnliches Bild hat man nämlich tatsächlich auch in Ungarn. Und dann haben wir so ein Qualifying richtig böse weggehauen. Wir schauen mal, ob es hier genauso wird. Weil Ungarn lag dem Auto sowas von perfekt. Leider ist auch das Bild raus von Max Verstappen, was für die WM ein herber Rückschlag ist. Oder war. Hier hoffen wir mal, dass wir wieder ein gutes Ergebnis rausholen. So, haben wir's. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Richter, Hamilton und Kimi Räikkönen. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Ja, aber die Superstoffs sind wir definitiv die schnellsten. Das waren wir bei beiden Trainings so. Im ersten Freitraining sind wir mit den Soft gefahren. Da sind wir ein kleines Stück hinter Kimi Räikkönen gewesen, der aber dann in dem Moment auf Supersoft gewechselt ist. Also, ja, ja, ja. Also ein überzeugendes Training auf jeden Fall. Doch, bin ich zufrieden mit. So. Gut, perfekt. Das war das Training. No? So, haben wir noch irgendwas Interessantes? Ja, die Wettervorhersage fürs Qualifying auf jeden Fall haben wir noch. Die ist durchaus ganz, nicht ganz unwichtig. Trocken, bedeckt, aber trocken. Das ist das Wichtigste. So. Genau, dann haben wir noch eine Meldung zu der Strecke. Ja, ich hoffe, die freut sich auf die Strecke. Ich war bei meiner Favoriten. Es ist eine lange Runde und ich will, dass du ein paar wichtige Punkte wartest. Stabilo, Kurve 14, die gut zu nehmen ist eine Wissenschaft für sich. Muss herauskommen, weil es von dort mit Vollgas zum Busstop geht. Ja, das ist genau die Ecke. Hier kannst du früh hineinfahren. Halt dir dann hier bei der Fahrt nach Urush, dort wird es ein wenig holprig und das ist wirklich ein schlechter Ort für einen Unfall. Ja, definitiv. Wenn du einen zu scharfen Winkel anfährst, geh auf jeden Fall vom Gas. Du wirst es im Griff haben. Viel Glück da draußen. Wunderbar. Danke, Jeff. Gut, dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play F1 2018. Und dann geht's weiter morgen mit dem Qualifikationstraining. Hoffentlich um 14 Uhr. Ich hoffe, ihr schaltet auch ein. Bis dahin und tschüss.